Guten Abend, willkommen bei Frontal 21. Ist es nicht schön, das vorbildliche deutsche Beschäftigungswunder? Der Wirtschaft geht es gut, Arbeitslosenzahlen sinken und die Löhne auch. Die Hartz-Reformen machten massenhaft Arbeitnehmer zu Niedriglöhnern. Wir haben davon so viele wie kein anderes Land in Europa. Die Rechnung dafür wird erst in Zukunft präsentiert. Altersarmut. Der Staat muss dann ran und zuschießen. Unternehmen hingegen profitieren seit Jahren von politisch gewollten Billiglöhnen. Frontal 21 hat immer wieder berichtet, wie die Armut wächst im Wohlstandsland. Angelika Walle ist eine von Millionen Niedriglöhnern in Deutschland. Sie arbeitet Vollzeit, verdient aber nur 1.000 bis 1.100 Euro netto im Monat. Das reicht nicht, um ihren Mann und ihren Sohn durchzubringen. Ja. Wie schaffen Sie es, mit dem Geld auszukommen? Na, man muss ja irgendwie. Man muss aufstocken, ansonsten schaffen wir das ja nicht. Aufstocken mit Hartz IV? Mit Hartz IV. Traurige Nacht. Der Staat muss draufzahlen, weil der Lohn nicht reicht. Und Angelika Walle bleibt nichts übrig, um privat vorzusorgen. Was hat sich denn dann für Sie verändert bzw. verbessert? Verbessert im Gegensatz, mehr verschlechtert. Der Lohn ist zwar ein bisschen gestiegen, weil ich momentan Vorarbeiter mache, aber in Hinsicht auf damals nicht viel. Alles ist teurer geworden, ist eigentlich plus minus null. Wie Frau Walle erhalten immer mehr Menschen in Deutschland nur noch einen Billiglohn. Die Zahl stieg von 6,6 Millionen auf 7,9 Millionen Niedriglöhner 2010, fast ein Viertel aller Beschäftigten. Von ihnen erhalten 4,1 Millionen Menschen weniger als 7 Euro die Stunde. Und von denen arbeiten 1,4 Millionen Menschen Vollzeit für einen Lohn, der nicht fürs Leben reicht. Diese Billiglöhne haben sie gewollt. Gerhard Schröder und sein Reformer Peter Hartz. Neue, preiswerte Arbeitsplätze sollten dadurch entstehen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute ist ein schöner Tag für die Arbeitslosen in Deutschland. Es geht um eine neue Ordnung des Arbeitsmarktes in Deutschland, um eine neue, eine gerechte Ordnung. Wir haben hier die Zukunft für 2 Millionen Arbeitslose konzipiert. Ich wünsche Ihnen und uns viel Erfolg, dies umzusetzen. Vielen Dank. Es ist ein Dammbruch auf dem Arbeitsmarkt. Sozialleistungen werden gesenkt, der Druck auf Arbeitslose erhöht. Das war vom Ergebnis her eine einzige Katastrophe. Man kann sagen, das war gutwillig, weil die verantwortlichen Politiker dachten, dass sie damit Leuten, die nicht in den Arbeitsmarkt reinkommen, eine Chance geben. Das Ergebnis war aber ein vollkommen anderes. Das Ergebnis war, dass man Leuten, die einen sozial abgesicherten Arbeitsplatz hatten, die Vollzeit gearbeitet hat, dass man die in Minijobs gedrängt hat, dass man die in Zwangsteilzeit gedrängt hat. Das war das Ergebnis dieser Politik. Es entsteht eine neue, völlig veränderte Arbeitswelt, über die Frontal 21 in den Folgejahren immer wieder berichtet. Etwa über die Briefzusteller der Firma PIN. Dieser Zusteller versorgt 2 Kinder und muss im Jobcenter ergänzend Hartz IV beantragen, weil der Verdienst nicht reicht. Er will, wie so viele andere Billiglöhner, anonym bleiben. Was empfinden Sie dabei? Tja, da empfinde ich dabei Wut. Dass man so viel arbeitet und eigentlich nicht davon leben kann, wenn man eine Familie hat. Das ist mir auch peinlich. Noch eine Folge der Hartz-Reformen. Festangestellte werden durch Leiharbeiter ersetzt. Frontal 21 berichtete über BMW in Leipzig. Ein Drittel der Belegschaft billige Leiharbeiter, die damals für weniger Geld mehr arbeiten mussten. Festangestellte Facharbeiter erhielten im Monat rund 2.500 Euro brutto. Der Leiharbeiter für gleiche Tätigkeit nur 1.280 Euro. Gerade mal die Hälfte. Wenn ich das jemandem erzähle, ich habe 950 Euro dann und du arbeitest bei BMW, da lachen die mich alle aus. Also ja. Ich erzähle das schon gar nicht mehr. Und die Gewinner sitzen auf der Unternehmensseite. Das sind diejenigen, die Billiglöhne anbieten und aufgrund der Billiglöhne ihren Unternehmensgewinn erhöhen können. Die Billiglöhne drücken die Entgelte für alle Arbeitnehmer nach unten. Sie sind die Verlierer. Ihre Löhne sanken von 2000 bis 2010 inflationsbereinigt um 2%. Dagegen profitieren die Unternehmens- und Vermögenseinkommen. Sie stiegen im selben Zeitraum um satte 29,3%. Eine klare Umverteilung zu Lasten der Arbeitnehmer.
Die Politik wird wach. Dumpinglöhne kommen gar nicht gut an bei den Wählern. Die großen Parteien geben sich besorgt. Menschen, die Vollzeit arbeiten, müssen von ihrer Arbeit leben können. Wenn Menschen Vollzeit arbeiten und nicht mehr genügend verdienen, um ihre Familien damit zu ernähren, dann müssen wir tatsächlich auch uns überlegen, auf der politischen Ebene einzugreifen. Lohndumping und Lohndrückerei gehören nicht zu einer sozialen Marktwirtschaft. Die große Koalition von SPD und CDU beschließt deshalb ein kompliziertes Mindestlohnverfahren für einzelne Branchen. Wir haben beim Mindestlohn, wie ich finde, eine sachgerechte Einigung erzielt. Wir bewahren die Menschen vor Lohndumping. Es wird viele Menschen geben, denen es besser geht, wenn das Gesetz in Kraft getreten ist. Und das ist eine gute Sache. Wir haben eine möglichst wirtschaftsfreundliche Lösung durchgesetzt. Wirtschaftsfreundlich und unsozial. Und so berichtet Frontal 21 weiter Jahr für Jahr über Billiglöhne, die nicht mal für eine Rente reichen. Wie bei Bettina Wichmann, Helferin in der Altenpflege, 700 Euro netto monatlich. Ansonsten habe ich immer gearbeitet. Und wenn dann nur kleine Jobs waren oder so, immer. Wenn Sie jetzt auf Ihren Rentenbescheid gucken, was denken Sie dann? Was soll ich denn da denken? Das weiß ich nicht. Mit dem bisschen Geld, was ich hier mal in Rente kriege, wenn ich das nur erleben sollte, dann... Damit kann ich nicht mal Miete bezahlen, ne? Schwer, was Essen zu kaufen. Die Bilanz eines Berufslebens mit vielen Teilzeit- und Minijobs. Minijobs sind im Grunde eine Fehlentwicklung. Das gibt es im Übrigen auch weltweit nirgendwo sonst. Das haben wir nur in Deutschland. 6 Millionen Menschen arbeiten im Minijob im Hauptberuf in Deutschland. Das ist ungefähr ein Sechstel, ein Siebtel der gesamten Erwerbsbevölkerung. Und daran sieht man ja schon, das ist im Grunde völlig aus dem Ruder gelaufen. Deutschland, ein Land der Billiglöhne? Das wollen wir den Bundesverband der Arbeitgeber fragen. Kein Interview. Schriftlich heißt es, Zitat: Vom anhaltenden Jobboom profitieren verstärkt auch Langzeitarbeitslose und Geringqualifizierte. Der Niedriglohnsektor ist entstanden und hat sich weiter ausgedehnt. Die Geringqualifizierten haben davon aber nicht profitiert. Stattdessen wurden Qualifizierte in den Niedriglohnsektor abgedrängt und die Unternehmen haben sie unterhalb ihrer Produktivität bezahlt. Und heute spricht die Arbeitsministerin aus, was Experten schon lange vorausgesagt haben. Immer mehr Beschäftigten droht Altersarmut. Deshalb plant die Arbeitsministerin eine Zuschussrente, die Opposition eine Solidarrente. Und das ist wirklich eine Ironie der Geschichte. Man will den Staat rausdrängen und anschließend ruft man nach dem Staat. Und das ist teuer für uns alle, für uns Steuerzahler, uns Beitragszahler zu der Sozialversicherung. Besser wäre es gewesen, wir hätten immer starke Tarife gehabt und einen Mindestlohn. Dann könnten auch Menschen wie Angelika Walle im Alter von einer selbstverdienten Rente leben.